Im Kopfbereich der Webseite läuft eine kleine Animation ab. Da werden Bilder überblendet und Texte. Diese Bilder und auch die Texte können Sie für Ihre Webseite jederzeit selbst ändern. Das Prinzip dabei ist, dass die Bilder und Texte immer für alle Unterseiten gelten, auf der ich die Bilder einstelle. Also Beispiel wäre, wenn ich hier auf der obersten Hierarchie, ganz oben bei der ersten Seite, die Bilder und die Texte verändere, dann gilt diese Einstellung für diese und alle Unterseiten. Sie können jederzeit in einem gewünschten Unterbereich, also zum Beispiel wir stellen uns vor, andere Bilder und Texte einstellen, die dann ab dieser Verzweigung, ab dieser Hierarchie gelten. Wir schauen uns mal die Bilder an, die auf der untersten Hierarchie eingestellt wurden. Dazu klicken Sie auf das kleine Blatt-Symbol, dann auf den Punkt Bearbeiten. Und jetzt sieht man die Seiteneigenschaften. Ich scroll mal ein Stück runter. Dort gibt es einen Bereich Bilder für Header. Und tatsächlich sieht man dort, sind drei Bilder eingestellt. Und genau diese drei Bilder entsprechen den Bildern, die oben in der Kopfanimation zu sehen sind. Neues Bild hinzufügen geht über den Punkt Datei auswählen. Ich öffne dazu ein Bild von meinem Schreibtisch, speichere das Ganze. Jetzt erscheint das neue Bild hier in der Liste. Dieses Bild kann ich von der Reihenfolge in dieser Liste ändern, indem ich es markiere und dann diese Rechtspfeil hier klicke. Und ich kann es natürlich auch jederzeit wieder löschen, indem ich hier unten die kleine X-Box drücke. Ganz wichtig ist bei allen Änderungen, die Sie an den Bildanimationen und an den Texten machen, dass Sie immer diesen Blitz hier oben drücken und dann auf alle Cache löschen gehen. Typo 3 hat eine Art eigener Seitenspeicher, damit die Seiten sich schneller aufbauen. Und es kann sein, dass Sie sonst die Änderungen auf Ihrer Seite nicht sehen. So. Ich werde hier nochmal ganz kurz auch die Schriften, die überblenden, ändern. Ich schreibe hier mal einen kurzen Text hin. Gutes Essen und noch das Thema liebevolle Einrichtung. Zeilenweise sind die Texte getrennt, das heißt, die werden dann auch entsprechend animiert. Dann gilt wieder einfach oben das Speichern drücken, dauert einen Augenblick, nicht vergessen hier den kleinen Blitz zu drücken. Und dann kann ich die Seite aktualisieren und sehe dann hier oben in dem Bereich mein neues Bild eingefügt und auch die neuen Texte, die überblenden. Also alles relativ einfach. Wie gesagt, Sie können das auch an beliebiger Stelle unterbrechen. Im Moment ist es so, da ich an der obersten Stelle diese Bilder und Texte eingestellt habe, vererben die sich auf alle Unterseiten, das heißt, alle Unterseiten haben die gleichen. Ich könnte aber jetzt sagen, dass ich gerne im Bereich biografische Gespräche ein anderes Bild hätte. Dann suche ich mir die entsprechende Stelle im Seitenbaum. Dort gibt es diesen Punkt biografische Gespräche und genau hier möchte ich jetzt ein anderes Bild einstellen. Einfach hier auf Datei auswählen, dann das entsprechende Bild aussuchen, die Texte ändern, falls man möchte. Speichern, den Cache leeren nicht vergessen. Und dann wird man sehen, dass genau in diesem Bereich biografische Gespräche jetzt oben unser neues Bild zu sehen ist und auch unser neuer Text sich gleich einblenden wird. Zu den Bildgrößen noch eine Anmerkung. Die Bilder, die Sie hochladen, können in jedem beliebigen Format und Größe und Breite hochgeladen werden. Sie werden automatisch auf die richtige Größe runtergerechnet und beschnitten. Allerdings kann es natürlich sein, dass Sie diesen Bildausschnitt selbst bestimmen möchten. Dazu müssten Sie in ein Bildbearbeitungsprogramm, also Photoshop oder GIMP, gehen und dann das Bild auf die richtige Größe beschneiden. Das Format für diese Bilder ist 978 x 320 Pixel. Innerhalb dieser Seiteneigenschaften ist übrigens auch die Einstellung für die Farbe der Webseite. Also falls Sie statt
dem gelben Hintergrund hier lieber eine andere Farbe hätten, können Sie das hier oben in dem Punkt Hintergrundfarbe der Seite umstellen. Es gibt dort im Moment 8 Farben zur Auswahl. Probieren Sie es einfach mal durch. Nach dem Speichern nicht vergessen, den Blitz zu drücken und dann ändert sich die Farbe der Webseite.